Hallo und willkommen zu Vlogmas Day 7. Ich habe mir gedacht, ich vlogge heute auch wieder und werde dann wahrscheinlich auch im Laufe des Tages eine neue Podcast-Episode aufnehmen, die ich dann noch schneiden werde und die dann morgen online geht, also übermorgen für mich, aber morgen für euch, weil am 8. Dezember ein Feiertag in Österreich ist und ich den Tag mal nutzen möchte und wirklich irgendwie nichts machen möchte. Das ist uns, glaube ich, ein bisschen zu langweilig und ich möchte wieder mal eine Podcast-Folge veröffentlichen und ich glaube, Vlog und Podcast ist zu viel, ist auch mir zu viel für einen Tag sozusagen, das zu schneiden und so. Und ja, ihr werdet es dann eh sehen. Aber genau, es ist jetzt circa 20 nach 9 und ich habe um 9:45 bis um 12 circa Vorlesungen. Dann möchte ich eine Runde laufen gehen, weil ich mich wieder mal bewegen sollte. Es schneit draußen, also so ein bisschen nur, aber es schneit. Genau, im Laufe des Tages werde ich dann auch einfach wieder ein bisschen weiterarbeiten und das Übliche machen. Angeblich kommt auch eine Postzustellung, eine ganz coole Bestellung. Ja. Die Vorlesung heute ist doch über Zoom, was richtig nice ist, weil dann können wir auch tatsächlich interagieren, weil es gibt jetzt so ein neues Streaming-System von der JKU, wo die einfach die Vorlesungssäle streamen und man kann nicht mal in den Chat eine Frage schreiben, man kann sich nicht lautschalten, weil also die Vortragenden sehen gar nicht, wer online ist oder ob überhaupt jemand online ist. Ich finde es super, dass diese Vorlesung auf Zoom ist. Und ja, das Thema von heute ist Leber- und Gallevertiefung. Das ist ja ein ganz häufiges Thema in der allgemeinen Viszeralchirurgie. Cholezystektomien sind, glaube ich, die häufigsten OPs, zumindest die häufigsten elektiven. Bin schon gespannt, wie das wird. Dabei sind noch nicht so viele Leute online. Ich weiß nicht, ob alle den Link gefunden haben. Ich glaube, ich schicke mal in die Jahrgangsgruppe. Und ja. Meine Vorlesungen haben gerade aufgehört und es Schnee regnet irgendwie draußen. Jetzt momentan ist eine Pause. Es kommt irgendwie in so gewissen Abständen immer wieder. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich vielleicht spazieren gehe statt laufen, weil ich wollte eigentlich eine Runde laufen gehen, aber ich möchte mich nicht verkühlen. Und ich bin momentan eh ein bisschen angeschlagen, immer wieder ein bisschen. Und genau, darum werde ich, glaube ich, einfach spazieren gehen und einen Podcast hochen und ich muss mein Wichtelgeschenk aufgeben. Insofern würde das eh ganz gut passen. Yes. Ich wollte euch noch ein Update geben über mein Genick, das mir ja der Professor gestern wieder eingerenkt hat. Und es ist so angenehm, diese Knubbel, die ich da habe. Sie sind schon noch ein bisschen da, aber nicht mehr so extrem wie gestern. Und ich kann meinen Kopf einfach ganz normal bewegen. Und ich habe auch so gut geschlafen. Also ich bin auch aufgewacht ohne Genickschmerzen, ohne Rückenschmerzen. Richtig nice. Ist echt faszinierend. Ich werde mich am besten jetzt eh gleich auf den Weg machen und eine Runde spazieren gehen. Ich bin gerade immer noch spazieren und kennt ihr das, wenn es so kalt ist, dass man die Lippen fast nicht mehr gut bewegen kann? Also falls ich irgendwie komisch rede, that's why. Es beginnt immer mehr zu regnen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht laufen gegangen bin, weil ich glaube, wenn man nass wird und es ist kalt, ist das Risiko, dass man sich verkühlt, doch relativ hoch. Und ich möchte vor Weihnachten nicht krank werden, drum. Ja. Ich werde jetzt noch schnell wieder mal zur Trafik gehen und dieses Päckchen aufgeben für mein Wichtelkind und dann, glaube ich, daheim heiß duschen gehen. I am cold. Brr. Ich bin gerade von meinem Spaziergang zurückgekommen. Ich wollte eigentlich auch noch in den Supermarkt gehen, aber mein Local Supermarkt hat irgendwie gerade geschlossen, weil sie umbauen. Und ich habe das nicht gewusst. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, schnell eine heiße Dusche nehmen, weil mir mein Magen knurrt, weil mir doch relativ kalt ist und dann was zum Mittagessen und dann noch was für die Uni machen. Und ja.
Yay, mein Lush-Paket ist da. Ich habe meine Adresse schon geschwärzt und so, darum kann ich euch das zeigen. Und dieses Paket hat Vlad für mich abgepackt. Ich bin im Badezimmer, weil hier das Licht am besten ist. Und ich habe mir gedacht, ich bin zwar keine Beauty-Vloggerin und ich möchte auch keine werden, aber vielleicht kann ich euch trotzdem schnell zeigen, was ich alles bestellt habe. Ich mache einmal im Jahr so eine richtig große Lush-Order, einfach weil ich... Weil es mir irgendwie wichtig ist, dass ich mir selbst einfach da auch manchmal was Gutes tun kann. Und ich finde Lush ist eigentlich ganz cool. Diese Dinger, habe ich jetzt neulich gelernt, sind kompostierbar. Also das ist kein Plastik, sondern das ist, glaube ich, Kartoffelstärke oder so irgendwas. Okay, also ich habe hier meinen Schummelzettel. Und... das ist Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe das gar nicht bestellt. Das ist ein Shampoo für blonde Haartöne. That's not me. Der Tobi hat was mitbestellt, aber ich glaube, das ist auch nicht sein... Naja, okay. Schauen wir mal, ob die anderen Dinge stimmen. Oh, Nice. Wow, oh mein Gott. Es riecht voll gut. Das ist die Black Rose Bath Bomb. Ich bin übrigens nicht gesponsert. Ich habe für diese Bestellung bezahlt. Genau, und eben der Tobi hat das mitbestellt. Also die zwei Bärenseifen zum Beispiel sind von Tobi. Und das ist, glaube ich, Snowball. Das riecht sehr zitronig. Mit einer leichten Rauchkomponente. Es ist auch eine Badebombe und schaut aus wie ein Schneeball. Also, ja. Wow. Es riecht fruchtig und total süß und es ist so leicht seifig, aber es ist, glaube ich, ein Crumble, so ein Bath Crumble. Ein paar von diesen Dingen sind auch für Weihnachtsgeschenke gedacht. Ich hoffe einfach, dass die Personen, denen ich das schenken möchte, dieses Video jetzt mal nicht schauen. Sonst, I mean, macht auch nichts. Wow. Wow, das ist voller Glitter. Okay. Das ist gut, das riecht voll nach Lavendel. Und zwar ist das der Sleepy Bear Bath Bomb. Ja, das riecht voll gut. Richtig beruhigend mit dem Lavendel. Ist immer noch so viel da. Das ist I Want a Hippopotamus for Christmas. Und es ist ein kleines Nilpferd. Und das ist für meine Tante zu Weihnachten. Ghosty. Es ist noch von der Halloween Range und es riecht auch zitrusig, so wie der Schneeball. Wow! Jingle Bells Bath Bomb? Ich glaube, das ist Jingle Bells Bath Bomb. Wow. Das ist ein Bubble Bar. Oder ist ein Bath Crumble. Es riecht auch sehr nach Lavendel. Und das ist Sleepy Bubble Bar. Also die zwei gehören auf jeden Fall zusammen. Das ist das gleiche Aroma. Okay, ich glaube, die haben das falsch eingepackt, weil da ist es kein... Also steht auch auf dieser Liste noch ein Dirty Spring Wash Shower Gel. Und das ist ein Shampoo für... blonde Haare. Also muss ich denen das vielleicht sagen, beziehungsweise ja, ich weiß gar nicht, kenne ich irgendjemanden, der so ein Shampoo brauchen könnte? Ja, irgendjemand wird sich schon finden, aber ist halt blöd, weil der Tobi jetzt kein Geschenk hat. Ich war gerade mit meiner Mama noch einkaufen und jetzt bin ich schon wieder daheim und ich werde jetzt wahrscheinlich den restlichen Abend noch meiner Masterarbeit widmen. Ich bin so knapp vom Fertigwerden. Der Abstract fehlt mir noch, das Inhaltsverzeichnis fertig zu machen und dann das Quellenverzeichnis fertig zu machen. Und dann ist es
vollbracht und ich kann es mal meinem Betreuer schicken für die erste Kontrolle sozusagen. Und ja, ich muss es jetzt einfach durchziehen. Ich habe auf die letzten Videos immer wieder Kommentare bekommen, dass ihr das auch kennt von euren Arbeiten. Also ja, I'm in that phase right now. Und ja, danke fürs Anschauen von diesem Vlogmas-Video. Freut mich wirklich immer sehr, wie gut das ankommt bei euch. Und genau, die Frage für die heutige Episode, für das heutige Video ist, was ist euer Lieblingszitat? Also Englisch oder Deutsch oder auf irgendeiner anderen Sprache. Vielleicht könnt ihr mir das ja dann übersetzen. Ich verstehe Englisch, Deutsch, Spanisch, bisschen Latein, bisschen Italienisch. Vielleicht habt ihr ein schönes Zitat in einer anderen Sprache, würde mich auch interessieren. Mein Lieblingszitat oder ein Zitat, das mir gefällt, muss ja nicht das Lieblingszitat sein, aber ein Zitat, das mir gefällt, ist "To err is human, to forgive divine" von einem Poeten namens Alexander Pope aus England. Und ich finde den Spruch einfach schön, weil er irgendwie auch ein bisschen Druck nimmt. Danke fürs Anschauen von diesem Video. Morgen, also am Donnerstag, übermorgen für mich, kommt eine neue Podcast-Episode, weil ich mir für mich morgen, also heute für euch, Gott, ist das kompliziert, den Tag mal ein bisschen freinehmen möchte und relaxen möchte. Es ist Feiertag hier in Österreich, das heißt, es ist sowieso nichts los. Und genau, wir sehen uns dann wieder, wir sehen uns in der Podcast-Episode und dann wieder im Vlogmas-Vlog, wie gehabt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und danke fürs Anschauen und wir sehen uns bald. Ciao, gute Nacht.